Der nächste Vortrag wäre vom Ralf Schlatterbeck, der uns dann auch etwas über zum Thema Security und Privacy beim Thema IoT erzählen wird. Ja, danke für die Einführung. Ich werde jetzt hier mal meine Folien einblenden. Ich hoffe, dass das die erste Folie ist gelb. Es wird dann weniger gelb in der Folge. Ja, ich werde auch noch mal ganz kurz sagen, was ist Internet of Things? Der Harald hat ja schon einige Beispiele herausgegriffen. Was sehr viel verwendet wird, ist Haustechnik, aber heute gerade diese ganzen Smart-Dinge, Smart City, Smart Grid. Industrielles Internet hat der Harald sehr detailliert vorgestellt, aber auch im Auto, in der Medizintechnik und wir sehen das eben auch im Einzelhandel und so weiter. Also es gibt ganz viele verschiedene Anwendungen. Man kann im Prinzip jedes Ding ins Internet hängen und dann hat man das Internet der Dinge und da möchte ich jetzt so ein bisschen darauf eingehen, was es damit für Probleme gibt. Dazu würde ich gerne ausholen. Im Deutschen ist nämlich das Wort Sicherheit nur ein Wort. Im Englischen spricht man einerseits von Safety, andererseits von Security. Und man sollte die beiden auseinanderhalten. Salopp gesagt, bei Safety ist der Gegner die Physik. Das heißt, wir müssen uns nur davor schützen, dass irgendwas schief geht, dass irgendwas ausfällt und zu Gefahren führt. Und bei Security ist der Gegner ein Mensch, ein sogenannter Adversary, also tatsächlich ein Gegner, und versucht aktiv gegen unser System was zu tun. Und da gibt es drei Facetten. Einerseits die Geheimhaltung von Daten, andererseits die Integrität von Daten und zum Dritten die Verfügbarkeit. Also wir wollen, dass unser Service halt verfügbar bleibt. Und wenn man die drei Attribute jetzt auf Internet der Dinge umlegt, dann werden wir sehen, was es da durchaus für Bedrohungen geben kann. Ich möchte noch ein Wort einführen, was so in der Security-Szene so eingesetzt wird. Es hat wohl irgendwann mal jemand falsch geschrieben mit einem P vorne statt einem O. Das heißt, die Frage, wem gehört das Gerät? Who owns the device? Also ownage ist auch die englischsprachige Verwendung dann davon, obwohl es mit P vorne geschrieben wird. Und es geht im Prinzip darum, wer kontrolliert de facto das Gerät und nicht, wem gehört es de jure. Also bei der Cloud könnte man sagen, wem gehören die Daten in der Cloud in diesem Sinne, nachdem man als Cloud-Anwender dem Cloud-Betreiber vertrauen muss, gehören eigentlich die Daten dann dem Cloud-Betreiber. Und man muss sich halt mit entsprechenden Verträgen schützen, dass das dann nicht an Dritte geht. Also ich möchte dieses Wort Ownage in der Folge immer mal wieder verwenden. Beispiel Skype. Wir alle wissen, Skype ist verschlüsselt, aber auch hier die Frage, wer hat den Schlüssel? Weil der den Schlüssel hat, hat die Zugang zur Kommunikation. Da gibt es aus dem Jahr 2007 schon ein Zitat aus einem Artikel über Skype, wo eben explizit nicht beantwortet wurde, ob sie zuhören können oder nicht. Und wir wissen seit Snowden, ja, es kann zugehört werden. Daten sind ein weiteres Beispiel, wo es auf den Besitz der Daten ankommt. Auf der Wikipedia gibt es eine ziemlich interessante Liste mit sehr vielen solchen Beispielen, wo Daten verloren gegangen sind, wobei verloren gegangen eigentlich ein Euphemismus ist, weil sie wurden gestohlen. Und das sind Daten, die teilweise sehr hohe Implikationen haben, also Gesundheitsdaten, unter anderem eine Dating-Site, wo sich in der Folge tatsächlich dann auch Leute umgebracht haben, als diese Daten geleakt wurden. Und jetzt stelle man sich vor, Home Automation und Internet of Things, da kann dann potenziell noch viel mehr schiefgehen. Wir haben Einflüsse auf die Physik, also auf die
echte Welt sozusagen. Ein Beispiel ist, wo ganz normale Computersysteme Einfluss nehmen auf die reale Welt, ist vor 2 Jahren ist bei Möller-Maersk, das ist so eine der weltgrößte Containershipper, ist deren Computersystem durch einen Virus oder Wurm eigentlich kaputt gemacht worden, hat eine von der NSA geheim gehaltene Vulnerability, also Verwundbarkeit, verwendet, die Eternal Blue getauft worden ist. Das ursprüngliche Target von diesem Angriff war wahrscheinlich die Ukraine und wahrscheinlich war das Russland. Aber solche Zuschreibungen sind natürlich in der virtuellen Welt immer sehr schwierig. Fakt ist, Möller-Maersk ist davon zufällig getroffen worden. Es gibt eine sehr gute Story, wenn ihr es genauer interessiert, in Wired dazu. Die sind einige Tage gestanden. Es hat ihnen eine 8-stellige Summe an Geld gekostet, weil sie teilweise Container für Kunden zum Beispiel mit dem Flugzeug geschippt haben. Und man muss sich das so vorstellen, Einfluss auf die reale Welt, dass es an vielen Häfen Staus von mehreren zig Kilometern an LKWs gab, die einfach ihre Waren nicht mehr loswerden konnten, weil Möller-Maersk nicht mehr wusste, wohin das Verladen gehörte. Und in der IoT-Welt, Internet of Things, haben wir auch Geräte, die ihre Umwelt kontrollieren. Also wir haben Sensoren, die Messwerte erfassen. Wir haben Aktuatoren, die die Umwelt beeinflussen. Beispiele sind automatische Türschlösser, die Heizung. Jeder hat schon mal was von Ransomware gehört, also wo irgendeine böse Software die Festplatte verschlüsselt und dann Lösegeld fordert. Sowas könnte natürlich bei solchen IoT-Geräten auch passieren, wenn die geowned werden in diesem vorher eingeführten Sinne. Verfügbarkeit wird wichtiger. Wir wollen nicht, dass es ausfällt. Wenn ich jetzt vor meiner Tür stehe und ein elektronisches Türschloss habe, dann will ich schon, dass ich da reinkomme und nicht, dass das Schloss heute gerade mal spinnt und mich nicht reinlässt. Und Integrität wird wichtiger. Das heißt, es ist mir wichtig, dass die Daten korrekt sind. Wenn wir wieder das Beispiel Türschloss nehmen, möchte ich, dass ich zwar reinkomme, aber vielleicht jemand anders nicht. Der Bruce Schneier, der ist ein Security-Spezialist, der auch einen Blog betreibt und der sagt so salopp, wenn wir, also die Sensoren sind die Augen und die Ohren des Internets, die Aktuatoren sind die Füße und Hände. Und das in der Mitte ist dann sozusagen das Hirn. Und wir bauen eigentlich ein Internet, was hört, sieht und auch agiert. Also das ist die Definition von einem Roboter. Wir bauen eigentlich einen Roboter, der Weltgröße hat und ohne es zu realisieren. Und wenn man jetzt dem Internet Hände und Füße gibt, muss man sich auch nicht wundern, wenn es damit schlagen und kicken kann. Und das ist so salopp das Problem, was sich da abzeichnet. Ich möchte ganz weit zurückgehen. Das ist ein Bestrahlungsgerät. Das ist also ein ganzer Raum hier im Querschnitt. Das in der Mitte ist eine Liege, wo man sich draufgelegt hat. Und dieses Gerät hat einige Menschen zu Tode bestrahlt, weil die Strahlungsdosis nicht gestimmt hat. Und das ist deswegen interessant für Computermenschen, weil das sehr genau untersucht worden ist. Das L in diesem Literaturding rechts oben ist die Nancy Leveson, die sich mit Computer Security und Safety sehr intensiv beschäftigt hat und die haben das publiziert und genau untersucht. Dazu muss man sagen, das würde heute nicht mehr passieren, weil wir medizinische Geräte heute abnehmen lassen und ein Zertifikat machen. Aber ich wollte das mal so in den Raum stellen, was da schief gehen kann, weil wenn man jetzt ein Netzwerk dazu nimmt, wir haben ja Internet of Things, dann können diese Angriffe natürlich schlimmer werden, weil wir dann nicht nur die Safety-Aspekte haben, dass das Gerät nicht schlechte Software hat und Menschen zu Tode bestrahlt, sondern halt potenziell Angriffe aus dem Netz ausgesetzt ist.
Wir haben dort eine Economy of Scale. Wir haben im Internet ganz viele gleiche Systeme. Das heißt, ich kann den gleichen Angriff auf ganz vielen Systemen machen. Ein Beispiel war 2016 der Angriff auf den Brian Krebs. Das ist ein Security-Blogger. Die Geräte, die für den Angriff verwendet wurden, waren geownte Webcams, die halt nur dazu verwendet worden sind, um Bandbreite zu erzeugen. Und das hat dem seinen Blog komplett lahmgelegt. Das wurde eh schon von Akamai betrieben. Akamai ist ein Anbieter von Cloud-Diensten, die sehr gute Bandbreite eigentlich haben. Die haben dann gesagt, wir drehen dich jetzt ab, weil dieser Angriff so groß ist, dass es unsere zahlenden Kunden gefährdet. Das ist dann von Google, ist dann das Block übernommen worden von Brian Krebs, weil Google gesagt hat, sie können solche Bandbreiten wegstecken. Aber man sieht, dass es damit natürlich möglich ist, sehr viel zu tun. Und diese Webcams sind halt sogenannte IoT-Devices, die so schleißige Security hatten, dass sie von Angreifern übernommen werden konnten und für andere Zwecke eingesetzt werden konnten. Und interessanterweise nicht als Webcam, sondern halt in Anführungszeichen nur für Bandbreite. Man stelle sich vor, wenn man so eine Webcam hat, die so schlechte Security hat, dass da jeder reinkommt, was man mit einer Webcam noch alles machen kann, wenn man sie im Wohnzimmer hat zum Beispiel. Und das Problem, was sich da ergibt, also gerade bei diesen Webcams, ist, dass sich weder der Verkäufer noch der Käufer für Security interessiert. Also der Käufer weiß nicht mal, dass seine Webcam für irgendwas anderes eingesetzt wird. Und der Verkäufer ist nur daran interessiert, möglichst viele Features da reinzubringen und das Ding schnell auf den Markt zu werfen. Und der Betroffene, in dem Fall der Brian Krebs oder Akamai oder wen man auch da als Betroffenen jetzt sehen will, ist weder der Käufer noch der Verkäufer von dieser Kamera. Wir haben also einen Effekt, der über den Markt nicht sich reguliert. Und da ist die Frage, bekommen wir eine staatliche Regulierung? Auch hier möchte ich auf den Bruce Schneier wieder verweisen, der 2017 da eine recht gute Beschreibung geliefert hat und auch die Frage stellt, wie geht es weiter, was für Regelungen werden wir bekommen. Auch von Bruce Schneier so Truisms, also in Österreich würde man dazu sagen, no-na, also weiß eh jeder. Auch im Internet ist mal Angriff leichter als Verteidigung, weil man sich halt als Verteidiger gegen die besten Angreifer zur Wehr setzen können muss. Die meiste Software, besonders im IoT-Bereich, ist schlecht geschrieben und ziemlich unsicher. Und wenn man so ein schlechtes Gerät dann ans Internet hängt, wird es nicht besser, sondern meistens findet man dann neue Angriffspunkte. Habe ich schon gesagt, also jeder muss die besten Angreifer stoppen können, weil eben über das Netzwerk jeder überall hinkommt. Und wir haben einige Gesetze, die Security Research noch schwieriger machen. In den USA ist es der Digital Millennium Copyright Act, der es verhindert, dass man Software von Drittanbietern auseinandernimmt, um Schwachstellen zu finden. Und in Deutschland gibt es ein Gesetz gegen Hacking-Tools und darunter fällt, wenn man das genau liest, als Informatiker alles Mögliche, was man im täglichen Einsatz, wenn man Fehler auf der Spur ist, braucht, könnte hier als Hacking-Tool klassifiziert werden. Wir haben, wie der Harald jetzt das schon skizziert hat vorhin, Devices, die sehr klein sind, sogenannte Constraint Devices. Und davon wird es immer mehr geben im Internet. Und man muss sich das so vorstellen, unsere Computer heute haben Gigabyte und Gigahertz, also Taktrate Gigahertz. Diese Constraint Devices haben eher Kilobyte, eher Megahertz. Und Moore's Law, das ist dieses Gesetz, dass sich die Leistung alle so und so viele Jahre verdoppelt, gilt für diese kleinen Devices nicht, weil man Moore's Law hier dafür verwendet, um sie noch kleiner und noch stromsparender zu machen.
Solche Geräte sind typischerweise über Funk verbunden, wie der Harald es auch schon skizziert hat. Und die Netzwerke sind zum Beispiel Zigbee, 6LoWPAN, das ist dieses IPv6, oder auch Bluetooth Low Energy. Also alles Funktechnologien, die sehr energiesparend sind. Was da nicht drunter fällt, ist WLAN. WLAN ist eher nicht energiesparend. Wenn man da mit einer neuen normalen Batterie ein Gerät versorgen würde, dann kann man es wahrscheinlich nicht ein Jahr versorgen, sondern einen Tag. So. Solche Constraint Devices sind heute in vielen Geräten eingebaut, also als Steuerung. Man kann sich das so vorstellen, jede Waschmaschine, jeder Backofen, jeder Herd hat heute so ein Ding. In Fernsehern und Videorekordern ist die Leistung dann eher schon etwas größer. Aber die meisten, also mein Backofen zum Beispiel, hängt heute noch nicht am Internet. Die meisten hängen noch nicht am Netz. Es gibt von diesen Devices natürlich viel mehr als die vorhin zitierten Webcams. Und wenn man jetzt die Waschmaschine ans Internet hängt, der sprichwörtliche Kühlschrank, der automatisch nachbestellt, den gibt es ja in allen möglichen euphemistischen Beschreibungen schon länger. Wir wissen, dass die Fernseher schon am Netz hängen. Wir hatten da 2015 von Samsung ein sehr nettes Problem, dass der Fernseher rund um die Uhr den Audiostream aus dem Wohnzimmer in die Cloud übertragen hat. Also nicht nur mit einem Startwort, wie wir das heute von Alexa oder sonstigen Assistants kennen, die sich dann erst einschalten, wenn man ein bestimmtes Wort spricht, sondern rund um die Uhr. Und wir haben bei allen diesen Problemen sehr geringe Bandbreite. Wenn man solche Funktechnologien hat, die halt nur sehr geringe Bandbreite haben, dann müsste man, wenn ein Fehler auftritt, sehr, sehr viele Devices gleichzeitig updaten. Und viele dieser Devices haben überhaupt keine Möglichkeit, abzudaten. Das heißt, hier sind einige Dinge ungeklärt. Die vorhin beschriebenen Webcams zum Beispiel könnte man vielleicht sogar upgraden, aber es wird niemand tun. Das ist nochmal dieser Hinweis. Das stammt aus einem Bericht von einer IoT-Konferenz und sagt im Wesentlichen, dass die Gewinne, die man durch kleinere Transistoren und mehr Dichte auf den Chips hat, im IoT-Bereich eben nicht zur Leistungssteigerung eingesetzt werden, sondern um die Kosten und den Stromverbrauch zu reduzieren. Ein Beispiel für solche Constraint Devices, vielleicht kennen das einige in der heutigen von den Zuhörern. Es gibt die Philips Hue-Lampen, das sind so, schauen aus wie normale Lampen, teilweise mit so einer normalen E24-Fassung, die schöne farbige Lichter machen können und die man fernsteuern kann. Und da haben einige Security-Researcher entdeckt, dass man diese Lampen in Funkreichweite pairen kann. Haben festgestellt, dass sie den Software-Update-Key, den sie brauchten, um in diese Lampen eine andere Software reinzuspielen, knacken konnten. Und damit hätten sie alle Zutaten gehabt, um einen Wurm zu schreiben, also eine Schadsoftware zu schreiben, die sich von Lampe zu Lampe über Funk ausbreitet, in Funkreichweite. Und diese neu infizierte Lampe würde dann wieder alle Lampen in Funkreichweite infizieren und so weiter und so weiter. Und sie haben dann ausgerechnet, dass in einer Stadt wie Paris die Abdeckung, also die Anzahl der von Philips verkauften Lampen in Paris, groß genug ist, dass alle Lampen in ganz Paris infiziert werden würden, würde man einen solchen Wurm schreiben. Das ist erst 4 Jahre her und man lernt daraus, dass halt das waren nicht mal Internetprotokoll in dem Fall, sondern nur ein Zigbee-Protokoll. Also nicht mal, wenn das Ding am Internet hängt, sondern sobald es an einem Netzwerk hängt, irgendein Netzwerk, steigt die Problematik bezüglich Schadsoftware. Was kann man jetzt mit so einer Lampe zum Beispiel machen, also mit so einem Internetgerät, was man geowned hat? Trivial.
Denial of Service nennt man das, also auf einen Anschlag auf die Verfügbarkeit. Ich kann meinen Nachbarn das Licht abdrehen. Aber es sind auch neue, in Anführungszeichen, kreative Angriffe möglich, also Stichwort MacGyver. Ein Beispiel ist photosensitive Epilepsie, haben weniger als 1% aller Kinder. Man könnte jetzt durch Lichtblitze solche Anfälle auslösen. Man kann, wenn man sehr viele Lampen kontrolliert, alle gleichzeitig ein- und ausschalten, was unter Umständen das dahinterstehende Kraftwerk nicht vertragen würde, wenn sehr schnell eine große Lastspitze oder sehr schnell sehr viel Last wegfällt. Dann kann es sein, dass das nicht besonders gut ist für das Kraftwerk. Und schließlich kann man über solche Lampen auch Informationen aus einem geschützten Gebäude nach außen übertragen. Das schaut dann so aus. Also das ist ein Beispiel. Das haben ein paar Researcher haben mit großen Teleskopen experimentiert und haben dann diese Philips Hue-Lampe so umprogrammiert, dass sie durch kleine, durchs menschliche Auge nicht wahrnehmbare Helligkeitsänderungen Informationen überträgt, die man über einige hundert Meter noch aus der Entfernung empfangen kann. Das wäre also jetzt denkbar, dass es irgendwo ein geschütztes Gebäude gibt mit einer Sicherheitswache am Eingang und dass da Leute keine Information raustragen und wenn man Pech hat, tragen sie die Informationen über eine gehackte Lampe nach draußen. Es gibt sogenannte Extended Functionality Attacks. Das war ein Invited Talk, also ein eingeladener Vortrag bei einer Security-Konferenz, wo es auch um diese Frage der Internet of Things Sicherheit ging. Und die unterscheiden vier solche Angriffe. Das eine ist mal, man kann die Originalfunktionalität des Geräts einfach ignorieren. Das war unser Beispiel vorhin mit dem Botnet von Webcams, die den Brian Krebs angegriffen haben. Da ist die eigentliche Funktionalität der Webcam komplett ignoriert worden und man hat einfach nur Bandbreite damit erzeugt. Man kann die Funktionalität reduzieren, also Denial of Service, indem man dem Nachbarn das Licht abdreht oder eben vorhin schon erwähnt Ransomware, also irgendeine Erpressungssoftware, die die Festplatte verschlüsselt. Bei Internet of Things sind natürlich andere Angriffe denkbar, ohne Verschlüsselung, die auch irgendwie Lösegeld fordern. Man kann schließlich die Funktionalität misusen. Das war das Beispiel mit der photosensitiven Epilepsie. Also man schaltet die Lampe bestimmungsgemäß ein und aus, halt vielleicht ein bisschen schneller als bestimmungsgemäß und löst damit Krankheitssymptome aus. Oder man kann die Funktionalität erweitern, also Stichwort MacGyver ist interessanterweise wirklich MacGyver explizit erwähnt als Beispiel in diesem Vortrag und erzeugt damit einen völlig unvorhergesehenen physikalischen Effekt. Das war dieses Beispiel, was ich in der vorherigen Folie hatte mit der Informationsübertragung von einer solchen Lampe. Andere Beispiele, wir kennen Stromzähler, einige Menschen, die vielleicht zum Beispiel eine Photovoltaikanlage betreiben, haben schon solche intelligenten Zähler, die zumindest in zwei verschiedene Richtungen zählen, separat zählen können, also das, was ich ins Netz schicke und das, was von mir an Strom, was ich entnehme. Diese Stromzähler haben eingebaut die Abschaltung, das heißt, das Elektrizitätswerk will nicht mehr, wenn sie jemanden den Strom abdrehen, zu dem hinfahren müssen und dort den Stecker ziehen, sondern sie wollen das aus der Entfernung machen. Und das birgt natürlich die Gefahr, wenn solche Geräte von jemand geowned werden, dass der gleichzeitig ganz viele Haushalte vom Netz trennt und damit ein Blackout auslöst. Nicht deswegen, weil diese Haushalte keinen Strom mehr haben, sondern wenn man sehr viele Haushalte gleichzeitig vom Strom trennt, dann überlebt es ziemlich sicher das versorgende Kraftwerk nicht. Beim Auto haben wir schon gesehen, Angriffe über die Unterhaltungselektronik auf den Rest des Fahrzeuges.
Das heißt, wir haben die Unterhaltungselektronik, die ist typischerweise über verfügt über einen Internetzugang, über ein Funknetz. Und von der Unterhaltungselektronik haben diese Angreifer dann auf den CAN-Bus, das ist der Bus im Auto, also Datenübertragungsbus im Auto, der für die Steuerung ist, zuständig ist, zum Beispiel von Motor oder von der Bremse, und konnten dann bei diesem Auto rein über den Angriff, über die Unterhaltungselektronik die Bremse auslösen, also eine Vollbremsung machen. Medizinische Geräte sind ein weiteres Problem. Die hängen immer häufiger an Netzwerken und sind unsicher. Und die Zertifizierung, also das, was ich vorher erwähnt habe mit diesem Bestrahlungsgerät, das ist sowas, ist heute zertifiziert. Das heißt, es schaut sich noch jemand Dritter an, wie gut diese Software ist, und gibt deren Zertifikat, was dann aber in der Folge verhindert, dass die Software, wenn sie sich als unsicher beim Netzwerken herausstellt, Updates kriegt. Und dann gibt es natürlich viele Geräte, die überhaupt nur mit Cloud funktionieren. Da gab es von Google, Google hat eine Firma gekauft, die Revolve hieß, und hat dann den Smart Home Service von dieser Firma eingestellt. Da gab es, so dass diese Geräte dann zu nichts anderem mehr gut waren als Türstopper. Philips Hue war so ein Beispiel. Die haben zum Beispiel auch Fremdhersteller unterstützt. Und nach einem Software-Update wurden die Fremdhersteller plötzlich nicht mehr unterstützt. Sie haben diesen Software-Update dann zurückgerollt, und behauptet, dass es nur ein Bug war. Aber man weiß das natürlich nicht so genau. Also man ist dann dem Hersteller der Cloud-Software natürlich voll ausgeliefert. Zwei Ansätze noch zu zertifizieren versus agiler Softwareentwicklung. Ich habe ja vorhin schon Safety versus Security erwähnt. Safety war das, wo es um die Physik geht, und Security war das, wo es um einen menschlichen Angreifer geht. Und wir können heute Safety relativ gut. Wir haben dort Methoden in der Informatik und auch im weiteren technischen Bereich, die uns gestatten, solche Safety-Probleme relativ gut zu lösen. Das heißt, das, was hier als Nummer 1 steht, get it right the first time and certify, funktioniert dort. Also wir versuchen die Software oder auch alles, was an Physik dranhängt, beim ersten Mal ganz richtig zu machen und zu zertifizieren und dann nicht mehr zu ändern. Das funktioniert bei Safety. Das funktioniert leider bei Security nicht, weil die Angreifer immer wieder neue Methoden finden, um ein System anzugreifen. Das heißt, wir sind heute eigentlich der Ansicht, dass es nicht daran, man kann eigentlich ein Device nicht komplett sicher machen. Das ist ähnlich wie in der Kriegsführung, wo immer neue Waffen entdeckt werden. Man findet immer wieder neue Angriffswege, die von Menschen gefunden werden, um irgendwelche Geräte anzugreifen. Das heißt, was wir machen müssen, ist die Security agil. Wir sind einfach schnell genug und liefern einen Update nach, der dann installiert wird und uns vor diesem neuen Problem schützt. Das bringen wir auch ganz gut zusammen. Alle großen Softwarehersteller gehen inzwischen diesen Weg. Wir haben aber ein Problem. Diese beiden Welten von Safety und Security kollidieren zurzeit, speziell im medizinischen Bereich, wo ich halt keine Updates einspielen darf, weil das Gerät zertifiziert ist. Also ich habe schon gesagt, bei der Physik wissen wir, wie es geht, bei der Security wissen wir es nicht. Und bei Geräten, die zertifiziert sind, müssen wir dafür sorgen, dass wir irgendeine Möglichkeit finden, eine neue Lösung, eine neue Software dort reinzuspielen. Und hier noch auf der Folie, es ist zurzeit in der wissenschaftlichen Community so eine Diskussion, ist die Anzahl der Bugs, die in der Software enthalten ist, endlich oder unendlich? Also finde ich immer wieder neue Angriffsmöglichkeiten
oder ist es irgendwann zu Ende? Wenn ich dem Device keine neuen Features verpasse, kann es sein, dass ich es irgendwann so weit hinbringe, dass niemand mehr einen Angriffsvektor findet. Und man ist inzwischen fast der Ansicht, dass es wahrscheinlich so, also erstens mal ist es unrealistisch, dass es keine neuen Features gibt, aber auch wenn es sie nicht gäbe, wird es trotzdem neue Angriffsmöglichkeiten geben. Ja, und die Möglichkeit, wie man das machen kann, also man sagt in unserem Metier, Security ist ein Prozess. Das heißt, wir können es nicht, dass wir es einmal auf Anhieb alles richtig machen, sondern wir müssen einen agilen Prozess haben. Und die Frage ist, wie macht man es, wenn das zertifizierte Software ist? Und die Vorschläge sind eben, dass man die Rezertifizierung muss sehr schnell gehen. Das heißt, man muss es automatisieren, die Tests, die dort gefahren werden. Und dann ist es nicht so teuer, dieses Zertifikat für ein Gerät zu erneuern. Letzte Folie. Die Frage ist, wollen wir wirklich alles ans Netz hängen? Das ist wieder so ein Zitat von Bruce Schneier, der sagt, wir sind heute in so einer Art Flitterwochenzeit, wo wir alles ans Netz hängen. Er zitiert da Connect It All, nennt er das. Das ist eine Anspielung auf die NSA nach den Snowden-Veröffentlichungen, die zitiert wurde als Collect It All, also sie sammeln alle Daten und Connect It All heißt, wir verbinden alles mit dem Internet. Also in dieser Stimmung sind wir gerade. Und er sagt, es kann halt eine Menge schief gehen. Wir kennen schon Erpressungssoftware, wir kennen illegale Überwachung. Und wenn man es halt falsch macht und nicht richtig zusammenbringt, können solche Dinge passieren. Bekommen wir Regulierung oder muss erst was Großes passieren, damit wir von diesen Flitterwochen-Mentalität abkommen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich hier auch vielleicht für die Diskussion ein bisschen in den Raum stellen möchte. Und dann Fragen. Ich habe in die Folien bekannt gemacht, also Sie können die bekommen. Hinten ist noch Literatur. Vorne diese Dinger sind meistens verlinkt. Also das sind alles irgendwelche öffentlich verfügbaren Dinge, wo man zusätzliche Informationen bekommen kann. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ralf, herzlichen Dank für den Vortrag. Ja, danke. Eine Geschichte, die mich ja persönlich fasziniert, wo ich mir denke, zum Thema Regularik wäre da ja was zu machen. Wir machen ja alle jährlich das Pickerl fürs Auto und wir überprüfen, ob die Bremse technisch funktioniert. Was wir aber im Pickerl überhaupt nicht überprüfen, ist, wer die Bremse bedient. Mit deinem Beispiel. Also wir haben sowas wie den Führerschein ja auch. Ja, aber mit deinem Beispiel Bedienung der Bremse übers Soundsystem oder Unterhaltungselektronik, kann ja sein, dass jemand, der gar nicht im Auto sitzt, quasi sowohl auf die Bremse als auch aufs Gaspedal steigt. Ne? Ja. Ja, also für mich ist dann die Frage, also diese letzte Folie, die, ich weiß nicht, ob man sie noch sieht, die Frage, was hängen wir überhaupt ans Internet? Und mein persönlicher Favorite, was ich ungern am Internet hängen hätte, ist mein eigenes Auto. Ja? Genau. Aus genau dem Grund. Ich meine, ich fahre einen alten VW-Bus, da besteht die Gefahr nicht, aber man kann sich das natürlich vorstellen, dass speziell die neuesten Geräte das tun und unter anderem auch Daten sammeln. Ja, also die Hersteller sind ja von der EU verpflichtet, solche Notrufsysteme einzubauen. Dazu bauen sie aber zusätzlich ein, dass diese Geräte alle möglichen Daten aus dem Auto an die Hersteller liefern. Das ist völlig unreguliert, der Bereich zurzeit. Kann man unter anderem beim ÖAMTC einiges dazu nachlesen. Die stellen sich da auf die Hinterfüße, um da ein bisschen was zu ändern. Aber das bedeutet de facto, dass man, die Hersteller Daten sammeln. Und es geht so weit, dass das natürlich Daten sind, die auch versicherungsrelevant sind, Fahrstil und so weiter. Also da
darf man gespannt sein, wo diese Daten noch landen werden. Das ist nur ein Beispiel, wo Internet of Things Geräte, was das Auto ist, Daten sammeln, die potenziell dem Inhaber dieses IoT-Gerätes nicht zugutekommen. Vielleicht dann auch ergänzend, für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, es gibt auf YouTube zu finden einen Hack von einem Jeep in Amerika, wo also ein nicht selbstfahrender Jeep, sondern ein ganz normales Auto, das quasi nur über ein Soundsystem quasi ausgestattet ist, also weder selbstfahrend noch sonst irgendwas ist, gehackt wird und dann in den Graben gefahren wird. Das kann man auf YouTube gerne nachsehen. Also das ist gar nicht erst erforderlich, dass man da irgendwelche ganz, ganz modernen Autos wie ein Tesla oder so irgendwas hat. Das geht auch schon mit etwas Mittelalten. Gott sei Dank nicht mit den ganz Alten, so wie du den Bus hast, aber so mit Mittelalten, die einfach nur mit einem Soundsystem ausgestattet sind, auch die kann man schon in den Graben fahren. Ja, also es ist nicht nur der eine Hersteller gewesen, sondern das mit der Vollbremsung war, glaube ich, kein amerikanisches Fahrzeug. Also es gab einige solche Vorfälle und immer über das Audiosystem oder über dieses Überwachungssystem, was Daten an den Hersteller liefert. Ja. Genau. Vielleicht noch ergänzend dazu erwähnt zum Ralf, Datenmengen. Wir haben vom ÖMTC gehört bei einem unserer Digitalks, Tesla übermittelt ein Terabyte pro Monat an Daten und in einem S-Klasse Mercedes sind 5 GPS-Phones verbaut. Wofür könnte man beim Ralf wieder nachfragen? Ja, weiß ich auch nicht so im Detail. Ich habe nur mal von jemand gehört, der einen Mercedes kaufen wollte und dann zu Mercedes gesagt hat, er will nicht, dass die Daten gesammelt werden, er verbietet ihnen das. Dann haben sie gesagt, na gut, dann verkaufen wir das Auto nicht. Also es gibt kein Opt-out. Stimmt, ja. Deswegen gleich der Hinweis auch für den nächsten Digitalk. Ich habe es in den Chat hineingeschrieben. Da wollen wir über die Auswirkungen diskutieren. Es wäre natürlich sehr super, wenn gerade die Spezialisten, die vorher heute vorgetragen haben und alle Interessierten, da auch teilnehmen. Weil da wollen wir im Prinzip ja sammeln, was sozusagen wir kondensieren sollen als Forderungen. Was müssten wir denn alles tun? Ja, ihr könnt auch gerne meine Folien online stellen bei euch, erteile ich hiermit die Erlaubnis, weil ich glaube, dass das auch ein ganz guter Input ist und ich nehme auch gerne teil an der Diskussion. Ja. Super, freut uns. Super, vielen Dank. Dankeschön. Also mittlerweile sind, glaube ich, keine zusätzlichen Fragen mehr auch über den Chat hereingekommen. Dann herzlichen Dank auch für den Vortrag noch einmal.